Hallo, der Blindspectator wieder bei euch am Mikrofon. Wir sind wieder von schattenhaften Kerlen umstellt und wieder explodiert eine Statue. Das kennen wir aber schon. Und darum springen wir gleich weiter zu unserem nächsten Feind. Der ist... Ein Riese ist gestürzt tief ins Tal. Er ist der Späher einer vernichteten Stadt. Ja, und damit wissen wir jetzt auch, wer dieser Koloss ist. Er wird als, übrigens, also seine Ursprungsform, weswegen und so weiter, ist, dass er ein Krieger ist. Also, das ist praktisch, ja, wie halt bei dem einen Tiger und so, oder fliegende Schlange, das ist halt der Krieger. Und wir finden jetzt erstmal raus, wo dieser... Ach Gott, ich sollte aufhören, es auf dem Pferd zu machen. Auf dem Pferd geht es einfach nicht. Das kann man knicken. So. Der Krieger befindet sich in dieser Richtung. Also Richtung... Nordosten. Nordosten. Wie ihr seht. Und da begeben wir uns jetzt auch hin. Und das wird wieder einer der epischeren Kämpfe, denn er ist ein großer Koloss und große Kolosse mag ich ja, wie ihr wisst, lieber. Da Coolness-Faktor. Also begeben wir uns zu ihm hin. In die vernichtete Stadt praktisch, wo er der Speer war und gestürzt ist ins Tal. Das Merkwürdige ist, sobald wir da sind, kommt er aus diesem Tal herausgeklettert. Die Frage ist, warum hat er das nicht schon früher gemacht? Ja, da ist die Brücke. Bevor ich irgendwo auf den Abgrund zu reite, checke ich das lieber, denn das Pferd ist ja scheu, was sowas angeht. Ein Stug, da will ich nicht reinfallen. Stell dich nicht so an. Das machen wir wie bei Super Mario World. Yoshi opfern. Das ist doch ganz normal. Schlicht nicht so aufregend wird. So, also, ja. Dafür muss ich. Da war die Schildkröte eigentlich, aber ich glaube, ich kann hier doch auch außen rum drin davon auch. Das wäre doch viel geschickter, als hier sich das Schildkrötenteil zu reiten. Das finde ich mich nämlich nicht zurecht. Also reiten wir außen rum und hoffen, dass dieser Weg dann auch ans Ziel führt. An das gewünschte. Ich weiß, ich werde jetzt öfters auf die Karte gucken müssen, denn sonst finde ich mich wie immer nicht zurecht. Ich weiß, das nervt euch vielleicht, aber ihr müsst euch damit abfinden. Man kann einfach nichts dagegen tun bei meiner Orientierungslosigkeit, so bin ich immer. Und ja, dementsprechend ist es dann halt auch. Ein kleiner Moment, bitte. Ich hasse solche unvorhersehbaren Störungen. Aber machen wir einfach weiter, als wäre nichts passiert. Ignorieren wir, dass ich gerade die Aufnahme stoppen musste und jetzt ein bisschen woanders bin als vorher. Ich habe einfach die Controller losgelassen und da heißt es, wird dann halt noch ein bisschen weiter geritten. Ich habe mich selbst gesteuert. Dafür hatte ich gar keine Zeit, denn Familie, Nerd und so weiter. Nun ja, also spielen wir trotzdem weiter unbeirrt, unverwirrt, mit viel Scheiße im Hirn und Sand unter den Füßen des Pferdes. Wenn es nur ein bisschen schneller gehen würde und wenn mein Bildschirm nicht die ganze Zeit schwarz werden würde. Ja, jetzt habe ich ja diesen DVD-Recorder und ich hoffe, ich kann damit dann noch einige andere Spiele aufnehmen. Vielleicht werde ich Project Zero aufnehmen. Allerdings denke ich nicht alleine. Da lade ich dann jemanden dazu ein, denn Project Zero ist ein Spiel, das ich niemals alleine nachts in meinem Zimmer spielen würde. Ich habe es mal mit Dead Space gemacht und mit Project Zero auch mal versucht und es hat mir nicht gut getan. Es hat mir überhaupt nicht gut getan.
Und darum werde ich das dann auch nicht alleine spielen. Ich werde schauen, wen ich mir dazu einlade. Hier müsste übrigens auch eine der goldenen Echsen sein. Schön, dass ihr diese Information jetzt besitzt. Unser Pferd kann hier doch manchmal was. Ich habe immer meine Probleme, den Eingang in diese doofe Stadt hier zu finden. Da ich ihn nie sehe. Oder seht ihr einen Eingang? Ja, wo ist der? Ist das der Eingang? War es der? Geht's da rein? Ja, da geht's rein, aber unser Pferd will nicht mit. Das muss auch gar nicht mit, das brauchen wir jetzt nicht. Also, wir schreiten voran in diese so eine kaputte Stadt da. Und hoffen, dass wir hier dann auch demnächst den Koloss antreten würden. Man muss sagen, nicht nur die Kolosse sind kolossal, sondern auch diese kaputte Stadt, die man hier sieht. Ich meine, mein Gott, wer braucht so einen großen Ort hier? Es ist doch... Wieso muss hier alles so riesig sein? Die Säulen, die Treppen... Noch mehr Säulen, die riesig sind. Wer zum Geier hat das gebaut? Leute mit Minderwertigkeitskomplexen? Aber was soll's? Die Stadt ist eh kaputt, die Leute mit Minderwertigkeitskomplexen vermutlich auch. Man erfährt ja nichts über dieses Spiel. Man weiß nicht, wer da mal gewohnt hat. Ich meine, ich muss ja irgendwann mal in Zivilisation gewohnt haben. Nein, das erfährt man nicht. Man erfährt im Grunde gar nichts. Das darf man sich dann praktisch alles selbst zusammendichten. Und das ist auch eines dieser schönen Sachen in diesem Spiel. Andere Spiele versuchen verzweifelt alles zu erklären und verhaken sich dann in Widersprüchen und so. Shadow of the Colossus ist davon frei, denn es erklärt nichts. Die Story, es geht nicht darum, was mit dieser Zivilisation hier passiert ist. Es geht darum, was momentan passiert. Die Vergangenheit interessiert unseren Helden gar nicht. Sonst würde er sich vielleicht dafür informieren oder diesen komischen Dormian fragen, aber das tut er nicht. Ihn interessiert nur sein Chick und aus diesem Grund vernichtet er auch die Kolosse. Obwohl, überhaupt muss ich ja die Frage stellen, sind diese Kolosse überhaupt böse oder nicht? Vielleicht sind wir die Bösen, da wir die Kolosse besiegen. Dieser Koloss hier zum Beispiel hat doch mal diese Stadt beschützt, er ist ins Tal gefallen, die Stadt wurde mutig währenddessen zerstört und ist vielleicht erst jetzt draufgekommen. So zufällig ausgerechnet dann, wenn wir da sind. Und vielleicht denkt er jetzt, der hat diese Stadt zerstört und darum will er uns vernichten. Auch wenn wir es nicht waren, das heißt nicht, dass wir unschuldig sind, dass wir ihn vernichten wollen, nur um unser Schiff zu retten. Das ist der Zwiespalt an dieser ganzen Shadow of the Colossus Geschichte, wenn man es so sagen kann, dass das interessant ist. Wer ist im Recht, wer ist im Unrecht? Sind die Kolosse böse oder sind sie gut? Sind wir die Bösen? Wer, und was ist mit diesem General, der uns verfolgt? Der verfolgt uns übrigens, weil wir das Schwert aus seinem Dorf gestohlen haben. Ja, hier geht's. Deswegen verfolgt er uns. Wir haben sein Schwert gestohlen und deswegen verfolgt er uns. Das heißt, wir sind böse. Im Grunde, ich meine, wir stehlen dieses Schwert. Klar, dieses Mädchen wurde geopfert, weil es angeblich verflucht war, aber wir wissen nicht, vielleicht hat es gestimmt, vielleicht hat es auch nicht gestimmt. Keine Ahnung. Das lässt sich einfach nicht so genau sagen. Und man weiß ja auch nicht, in welche Beziehung steht er überhaupt zu ihr. Kennt er sie gar nicht und hat einfach, dass eine Ungerechtigkeit war? Oder ist sie seine Geliebte praktisch? Was ist die Sache dahinter? Das weiß man alles nicht. Shadow of the Colossus befreit sich von all den Sachen wie... Das muss man erzählt haben oder diese zwanghafte Liebesgeschichte, die normalerweise in jedem Hollywood-Film vorkommt oder so. Shadow of the Colossus befreit sich davon und sagt... Nein, das brauchen wir alles nicht. Wir haben nur diese simple und einfache Geschichte, die dennoch so viel bedeuten kann, dass sie den Spieler fesseln wird. Und ich meine, es kann viel bedeuten. Ich meine, wir wissen es ja nicht. Wir wissen ja nicht, was mit der Zivilisation hier passiert ist. Haben die Kolosse sie zerstört? Haben die Kolosse sie beschützt? Was suchen die Kolosse überhaupt hier? Wer hat sie erschaffen?
Sind sie wirkliche Wesen oder sind es einfach nur künstlich erschaffene Kreaturen? Man weiß es nicht. Ich meine, sie sehen aus wie teilweise Bauwerke und dann aber auch lebend. Vielleicht sind diese Steinplatten ihre Rüstung praktisch, die ihnen mal gegeben wurde. Ich habe keine Ahnung. Nein, nicht darunter! Oh Mensch! Du hättest keine Rolle machen sollen. Darf ich den ganzen Dreck nochmal machen? Vor allem wird man für diesen Koloss gut und gerne getroffen. Das macht ihn auf den schweren Schwierigkeitsgrad sehr, sehr schwer, da die Kolosse da weitaus mehr